Scheinbar perfekt gedrillte Soldaten stürmen aus ihren Kasernen und machen sich bereit für den Kampf. Ebenso perfekt sollen auch die Bilder wirken, die das Staatsfernsehen am Wochenende von den Manövern der chinesischen Armee sendet. Geübt wird hier, so heißt es, die Einkreisung Taiwans. Laut des Sprechers des östlichen Armeekommandos führt die Volksbefreiungsarmee Patrouillen rund um die Insel Taiwan durch. Luft- und Seestreitkräfte führen dort gemeinsame Manöver durch. Dies ist eine ernste Warnung an die Separatisten, die sich mit externen Mächten zusammentun, um zu provozieren. Als Provokation sieht China den inoffiziellen Besuch von Taiwans Vizepräsidenten Lai Ching-te vor wenigen Tagen in den USA. Während der Rückreise aus Paraguay hatte er einen Zwischenstopp in San Francisco eingelegt. Wir werden weitergehen in Richtung internationale Gemeinschaft und in Richtung Zukunft. Denn wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich Taiwan zum wertvollsten Mitspieler der demokratischen Welt zu machen. Gemeint ist das auch als politisches Signal nach innen, denn Lai möchte die Präsidentschaftswahlen in Taiwan im kommenden Januar gewinnen und gilt als aussichtsreichster Kandidat. Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, kritisiert solche Besuche regelmäßig aufs Schärfste. Die Vereinigten Staaten haben darauf bestanden, Lai Ching-te zwei Transitaufenthalte in den USA einzuräumen. China missbilligt und verurteilt dieses Vorgehen aufs Schärfste. Das Ein-China-Prinzip ist Konsens der internationalen Gemeinschaft und eine Norm für die internationalen Beziehungen. Und es ist die Grundlage für die weiteren Beziehungen zwischen China und den USA. Die neuen Militärmanöver rund um Taiwan dürften die Spannungen zu den USA weiter verstärken. Ob Washington Taiwan im Falle eines Angriffs aber helfen würde, ist weiter offen. Doch zumindest politisch und ökonomisch versucht die US-Regierung auch weiter, China etwas entgegenzusetzen. In Camp David hat US-Präsident Biden gerade eine Allianz mit Südkorea und Japan geschmiedet, die den Nachbarn China inzwischen zunehmend als Bedrohung empfinden.